So, wir verzichten jetzt ab sofort komplett auf Zucker. Klingt irgendwie verrückt, ist aber gar keine schlechte Idee. Die Ergebnisse sind krass und nein, man kann trotzdem genießen, naschen und auch lecker essen gehen. Heutzutage steckt alles voller Zucker. Ganz wichtiges Wort dabei, Industriezucker. Doch wichtig auch zu Beginn, nämlich Zucker ist kein Gift per se. Zucker kann sogar, ja, was richtig Gutes. Zucker ist wichtig. Und eine Unterzuckerung wäre auch natürlich richtig schlecht. Aber das Problem ist ein anderes. Haben Sie auch schon mal in einem Supermarkt gestanden, wahrscheinlich, und diesen oder ähnliche Sätze mal gedacht, was soll ich hiervon essen? Hier ist irgendwie alles zu viel Zucker drin. Das ist der Industriezucker. Vor allem der Blick auf die Inhaltsstoffe vieler Fertigprodukte, der ist nämlich ernüchternd. Und oftmals gibt es auch ganz viele versteckte Zucker. Und der ist richtig ungesund. Grund genug einmal, darauf ab jetzt zu verzichten. Ob wir unserem Körper damit etwas Gutes tun und was bei der Umstellung passiert, das schauen wir uns jetzt einmal an. Und wenn ich von Verzicht spreche, das ist auch wichtig, heißt es nicht leiden zu müssen, sondern sozusagen bewusster sich zu ernähren. Hallo, mein Name ist Dr. Tobias Weigel und mit meinem YouTube-Kanal möchte ich einen Beitrag leisten, medizinisch, verständlich und korrekt aufzuklären über Gesundheit und Erkrankungen, aber auch Themen der Ernährung, weil letztlich alles sehr eng miteinander zusammenhängt. Und wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, dann gerne abonnieren Sie jetzt meinen Kanal. Zucker ist so ein süß schmeckendes Lebensmittel, das wir vor allem mit Süßigkeiten verbinden. Jedes Gramm Zucker enthält 4 Kilokalorien. Und alleine in Europa verbrauchen wir jedes Jahr fast 30 Millionen Tonnen davon. Das ist eine Menge. Und in Deutschland sind es knapp 34 Kilo pro Kopf, die wir jedes Jahr verbrauchen. 34 Kilo puren Zucker. Doch hier kommt die gute Nachricht. Für Sie ist diese Zahl ab jetzt, machen wir mal eine Null draus. Wir verzichten ab jetzt komplett auf Zucker und tun unserem Körper damit vermeintlich etwas Gutes. So, und man kann natürlich auf Zucker verzichten, aber man muss natürlich auch irgendwas essen. Und genau was, das erkläre ich in meinen Ratgebern. Schauen Sie einmal gerne in meinen Shop rein. Da erkläre ich Ihnen nämlich, welche Rolle Lebensmittel, Nährstoffe, auch Supplements spielen zum Abnehmen, aber auch zum Beispiel zum gezielten Muskelaufbau. Also gerne einmal in meinen Shop schauen. Zuckerverzicht, die erste Woche. Doch klar, aller Anfang ist schwer. Die erste Woche und bei vielen Menschen auch noch einige Tage darüber hinaus wird unser Körper den Zucker einfordern. Dieser Verzicht, der wird wirklich schwer. Das ist vergleichbar mit Entzugserscheinungen. Denn Zucker bzw. Kohlenhydrate, Zucker sind ja kurzkettige Kohlenhydrate, sind für unseren Körper die beliebteste Energiequelle. Warum? Weil sie sind leicht abbaubar, sie sind schnell verfügbar und liefern ganz viel Energie und zwar sofort, die uns dann vorm Verhungern schützt. Quasi der Drang nach Essen, der wird schnell befriedigt. Evolutionär, also super, heutzutage aber unnütz, da wir zumindest in Europa nicht mehr vom Hungertod wirklich bedroht sind. Zucker können wir also ersatzlos streichen. Also zusätzlich zugeführten Zucker meine ich damit. Am ersten Tag ohne Zucker passiert im Körper allerdings noch gar nichts. Unser Stoffwechsel, der benötigt ein bisschen Zeit, um sich auf die neue Situation einzustellen. Viele von uns haben garantiert schon ganze Tage ohne Zucker ausgehalten. Fastentage sind da so ein Beispiel, wo man das vielleicht manchmal macht. Und an denen fordert der Körper auch nicht direkt nach mehr Energie. Nach einer Woche ungefähr, da sieht das allerdings schon ganz anders aus. Dann fängt unser Körper an, sich zu verändern. Der Stoffwechsel, der verändert sich auch. Innerhalb von 3 bis 4 Tagen, da zeigen sich nämlich die ersten auch positiven Veränderungen. Der Körper wird aber verstärkt frischen Zucker einfordern. Das macht unser Körper noch, Stichwort Sucht. Dafür verbessert sich unser Stoffwechsel und bei vielen unbemerkt auch der Blutzuckerspiegel. Ohne viel schnell verfügbaren Zucker bleibt der nämlich relativ stabil. Und das ist für unsere Gesundheit super viel wert. Das ist echt wichtig. Das Ungesunde ist quasi, wenn der Blutzuckerspiegel mal extrem in die Höhe geht, dann wieder extrem runterfällt. Zucker lässt den Wert nämlich, wie gesagt, in die Höhe schnellen und der Körper reagiert darauf mit erhöhtem Insulinausstoß. Und das bewirkt über kurz oder lang nämlich eine steigende Insulinresistenz und kann dann zur Zuckerkrankheit, also zu Diabetes führen. Deshalb entlasten wir unseren Körper ohne Zucker automatisch ein großes Stück. Auf Zucker verzichten ist quasi gut, um keinen Diabetes zu bekommen. Das führt dann auch dazu, dass wir tiefer und erholsamer zum Beispiel schlafen.
Das zeigt sich in der Wissenschaft und vielleicht schon ein wenig Gewicht natürlich auch verloren haben, weil wir fast automatisch natürlich weniger Kalorien zu uns genommen haben. Gleichzeitig wird der Atem frischer, das weiß man auch, denn ohne Zucker haben die Mundbakterien weniger Nahrung, vermehren sich weniger und sorgen für weniger schlechten Atem. Das gleiche gilt auch Probleme mit dem Darm, denn auch die Darmbakterien brauchen Zucker. Wie sieht es nach einem Monat aus? Spätestens jetzt, so nach einem Monat, sollten die ersten Hosen quasi schon sehr weit sitzen. Wenn wir von den eingangs erwähnten 34 Kilo Zucker pro Kopf ausgehen, kommen wir täglich auf knapp 100 Gramm reinen Zucker, den wir zu uns nehmen. Und das ist wirklich schon eine Menge. Das sind nämlich 400 Kilokalorien. 1 Gramm Zucker hat 4 Kilokalorien, 100 Gramm Zucker, also 400 Kilokalorien, die wir uns über einen Monat gespart haben. 1 Kilogramm Körperfett hat ca. 7000 Kilokalorien und 30 Tage haben wir davon dann schon fast 2 Kilo abgebaut. Das sollte sich bemerkbar machen und das sollte ein Grund sein, auf Zucker zu verzichten. Ein weiterer Vorteil ist ein reineres Hautbild zum Beispiel, denn ohne Zucker nehmen Pickel, Akne, Unreinheiten ab. Und gleichzeitig wird die Haut auch elastischer. Und auch beim Arzt, wenn Sie da hingehen, Blutbild bestimmen lassen, sollten die Werte ebenfalls schon besser aussehen. Der stabile Blutzucker, wie gesagt, der schont unser Herz, lässt es ruhiger schlagen. Der Blutdruck, der bleibt auch stabil in einem sehr gesunden Bereich. Und das sorgt zusammen dann natürlich mit dem Gewichtsverlust für einen fitteren, aber vor allem auch einen gesünderen Gesamtzustand, weil das ist ja auch das Ziel. Wenn Sie besonders aufmerksam sind, können Sie vielleicht sogar auch schon bemerken in diesem ersten Monat, dass Ihr Geschmackssinn, ein ganz anderer Aspekt, Ihr Geschmackssinn nämlich feiner wird. Häufig berichten Patienten oder Personen nämlich genau das nach circa einem Monat ohne Zucker. Der fehlende Extremgeschmack des Zuckers, das ist im Prinzip ein Extremgeschmack, diese extreme Süße sorgt nämlich dafür, dass wir die normale Fruchtsüße wieder schmecken können. Ein Jahr ohne Zucker, das bringt es. So, um was ist nun, wenn wir ein Jahr lang auf Zucker verzichten? Das ist ja im Prinzip ein gutes Ziel. Wir springen jetzt einmal etwas in der Zeit, 12 Monate, denn in den nächsten Monaten stellen sich schrittweise bis zu diesem einen Jahr häufig unbemerkt weitere Vorteile ein. Das Verlangen bzw. die Sucht nach Zucker, die sollte dann schon vorbei sein. Natürlich kann sich dann auch immer wieder das kurze Verlangen nach etwas Süßem einschleichen. Man hat so eine Art Rebound-Effekt ab und zu mal. Das hängt aber auch zum Beispiel vom Umfeld ab. Das kennt man auch von Rauchern, die aufgehört haben, aber das starke körperliche Verlangen vielleicht nach Zucker ist jetzt endgültig weg. Das sollte also endgültig weg sein, so nach 5, 6, 7, 8 Monaten. Jetzt kommen Sie aber dafür in den vollen Genuss. Das ist das Gute der gesundheitlichen Vorteil eines langfristigen Verzichts auf Zucker. Anhand einer Studie schauen wir uns jetzt das einmal nämlich genauer an, was die Vorteile sind. Und diese Studie aus dem Jahr 2021 bestätigt nämlich etwas, das eigentlich, finde ich, fast unglaublich klingt. Alleine der Verzicht auf Zucker kann unser vorzeitiges Sterberisiko um 34% verringern. Das ist eine Menge. Richtig gehört, im Umkehrschluss bedeutet das, dass Zucker unser Sterberisiko direkt und messbar erhöht. Dieser Industriezucker, der in Fastfood steckt, an Süßigkeiten. Dass es dann direkt 34% sind, sollte auch die größten Skeptiker jetzt einmal überzeugen, sich vielleicht doch einmal bitte mit dem Gedankenexperiment zu beschäftigen, mal ein Jahr lang auf Zucker zu verzichten oder viel bewusster weniger zumindest Zucker zu essen. Noch eindeutiger wirkt sich der Zuckerverzicht aber auf 3 andere Bereiche aus, und diese nicht zu vernachlässigen. Das Risiko für krankhaftes Übergewicht wird nämlich um 57% gesenkt, wenn wir auf Zucker verzichten, weil Zucker reine Kalorien sind. Fastfood, wie gesagt, süße Plörre, süße Getränke. Die Risiken für Diabetes, Herzinsuffizienz, die sinken übrigens ebenfalls, nämlich um 42 bzw. 47%, also auch eine Menge, fast 50%. Und in der Gesellschaft, in der beide Erkrankungen in unserer Gesellschaft eine immer größere Belastung für Betroffene und das Gesundheitssystem natürlich auch darstellen, sollten wir unser Möglichstes tun, um das Risiko für uns natürlich zu minimieren. Mehr Energie, bessere Laune und weniger Entzündungen. So, und jetzt nochmal 3 Vorteile konkret für Sie so an der Hand. Mehr Energie.
Dieser Vorteil klingt zuerst falsch, ist aber ganz logisch erklärbar. Ich habe ja gesagt, Zucker macht Energie, aber mit der Zeit, wenn wir auf Zucker verzichten, haben wir dann mehr Energie. Viele wissen ja, dass Zucker eigentlich, wie gesagt, voll mit Energie steckt. Deswegen macht zu viel Zucker auch schnell dick. Die überschüssige Energie wird eingespeichert und bildet unser Fettpolster. Zucker hat dabei aber den negativen Nebeneffekt, und das ist das Wichtige, dass es zu einem Zuckerhoch, wie gesagt, kommt. Der Blutzuckerspiegel steigt auf, quasi einem kleinen Rausch. Und der ebbt schnell ab und darauf folgt dann natürlich so eine Art leichter Kater. Konkret ist der Blutzuckerspiegel zu niedrig. Und Zucker besteht ja, wie gesagt, aus einfachen Kohlenhydraten im Gegensatz zu zum Beispiel Vollkornprodukten, zu Dinkel. Der einfache Zucker, der wird sehr schnell abgebaut. Wenn also regelmäßig Zucker aufgenommen wird, führt das zu einem Effekt, der mit dem Fahren auf einer Achterbahn zum Beispiel vergleichbar ist. Weiterer Vorteil beim Verzicht, bessere Laune. Denn Zuckerverzicht bzw. Zuckerersatz bewirkt direkt einen sehr guten Effekt bei uns im Körper. Zucker verstärkt nämlich die Auswirkung von Stress und fördert sogar Angststörungen, wie diese Studie jetzt aus dem Jahr 2019 herausfand. Es ist also sehr ironisch irgendwie, dass immer noch sehr viele Leute, ja, dem Marketingmärchen, so muss man es einmal nennen, von Schokolade oder Snacks als Stimmungsaufheller irgendwie glauben, dass das immer wieder gesagt wird. Langfristig fördert sogar Zucker das Risiko für Depressionen. Und spätestens hier sollten wir einen kritischen Blick einmal darauf werfen, was wir nämlich unserem Körper eigentlich damit antun, wenn wir ihn immer wieder mit Zucker vollstopfen. Also, weniger Zucker gleich bessere Laune. Nicht unmittelbar, aber mittelfristig. Und an diesem Vorteil jetzt kann ich exemplarisch einmal sehr gut zeigen, welche Schäden Zucker anrichtet. Unser Körper reagiert auf den Zucker, indem er bestimmte Stoffe herstellt, sogenannte AGEs. Und die fördern Entzündungen und sind genauso wie ein erhöhter Cholesterinwert zum Beispiel das Ergebnis, wenn unser Körper Zucker abbauen muss. Und Entzündungsprozesse im Körper sind einer der Hauptauslöser für viele Krankheiten und altersbedingte Probleme. Die Folge sind Krankheiten wie zum Beispiel auch Alzheimer, wie Demenz, chronische Schmerzen, das sind permanent Entzündungen, auch Nahrungsmittelallergien. Also weniger Zucker bedeutet mehr Energie, bessere Laune, weniger Entzündungen. Vorsicht vor Fallen. Damit unser Zuckerverzicht auch klappt, sollten wir nicht einfach Hals über Kopf allen Zucker das Klo runterspülen. Das hat jetzt vielleicht auch den Eindruck des Videos bis hierhin gemacht und ich hoffe, dass einige noch jetzt das Video schauen. Es gibt eine ganze Menge Lebensmittel, in denen versteckter Zucker enthalten ist. Und auch die Industrie findet natürlich immer wieder neue Wege, Zucker in den Zutatenlisten zu verstecken. Das muss man sagen und das muss man auch wissen. Ich würde wetten, dass wir in jeder Küche, auch bei mir, klar, Zutaten oder Produkte finden, in denen überraschend viel Zucker enthalten ist und wo auch ich sage, krass, das habe ich überhaupt nicht gewusst, das war mir überhaupt nicht bewusst, dass das so eine Zuckerbombe ist. Ein paar dieser Produkte, die stelle ich schnell einmal vor, damit Sie ein Gefühl dafür entwickeln, wo Sie im Supermarkt vorsichtig sein sollten. Fettarmer Fruchtjoghurt hat an sich nicht den Ruf, besonders gesundheitsschädlich zu sein. Klar, in vielen Haushalten gehört er auch als kleiner Snack irgendwie dazu, als Nachtisch isst man den. Das sollten Sie aber überdenken. Denn schon so ein kleiner Becher, dieser Fruchtjoghurt, kann bis zu 24 Gramm Zucker enthalten. Da ist wirklich relativ viel drin. Und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die empfiehlt maximal 50 Gramm Zucker am Tag. Und da bleibt nach einem Joghurt also schon nicht mehr viel übrig. Vor allem das Label fettarm, das täuscht dabei, denn die Joghurts mögen zwar etwas weniger Fett haben, sind dafür dann aber häufig noch zuckerhaltiger. Also raus damit. Und dasselbe gilt für Konserven. Da ist richtig viel Zucker drin. Rotkohl im Glas, Dosenfrüchte, Gewürzgurken, Krautsalat. Das sind alles Zuckerbomben, die sich sofort auf die Hüften und damit auf die Gesundheit schlagen. Und der nächste Aspekt, Ketchup. Da ist es im Prinzip ganz extrem so. Da sollte es das aber mittlerweile, denke ich, schon vielen bekannt sein. Alkohol, klar, steckt übrigens auch voller Zucker, denn genau dieser ist für den Alkoholgehalt im Getränk ja verantwortlich. Also, die Liste dieser Lebensmittel ist lang und wenn Sie wirklich komplett auf Industriezucker verzichten möchten, und ich sage Ihnen, das ist eine extreme Herausforderung,
Ich bezweifle, ob das wirklich machbar ist. Aber dann bleibt Ihnen nicht viel anderes übrig, als sich damit für ein paar Wochen wirklich ganz gezielt intensiv zu beschäftigen und letztlich den Supermarkt auch so gut wie möglich zu vermeiden, zumindest mit sämtlichen Fertigprodukten. Die Vorteile liegen auf der Hand, klar, und Sie werden sich schnell an die neue Ernährung gewöhnen. Essen Sie bewusst, das denke ich ist das Stichwort. Wenn Sie zumindest in der Anfangszeit nicht auf die gewohnte Süße verzichten möchten, kann ich Ihnen auch einige Süßungsmittel empfehlen, Zuckeralternativen. Und in diesem Video habe ich einmal eine Auswahl davon der verschiedensten Zuckeralternativen vorgestellt. Auch die haben nicht nur Vorteile, können auch Nachteile haben. Schauen Sie da einmal gerne rein. Also, gerne kommentieren Sie einmal das Video. Gerne schreiben Sie vielleicht Ihre Tipps, wie Sie mit Zucker umgehen, ob Sie darauf achten, wie viel Zucker Sie vielleicht am Tag auch essen, ob Sie früher mehr gegessen haben. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.